So, ich habe den kurzen Moment mal genutzt, um Evernote auszuschalten. Das hat mich gerade nämlich ein bisschen angenervt. Fragezeichen, Hochboot. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Ach ja, Rufus. Ah, jetzt sind wir hier. Tresor. Gruselig. Was können wir denn noch anklicken? Da haben wir ein Diktiergerät. Aha, Argus sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet. Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Oh, na super. Oh. Oh. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen. Was? So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Na, großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Huch! Alarm! Unsinn, Oppenbot, die Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Schön. Komm, Poki. Ihr dachtet doch nicht etwa, dass wir diesen aufwendig gestalteten Screen zu sehen bekommen, ihn aber später nicht noch einmal besuchen. Nein, nein, nein. Weit gefehlt. Denn dieser Raum, ich kann es ja schon mal andeuten, dient als Bühne für die letzte Entladung meiner Verwechslungskomödie. Stimmt gar nicht, ist nicht die letzte, aber eine der komplexesten oder komplexeren. Genau, das werdet ihr gleich sehen. Nein. Ich bin nur froh, dass ihr an dieser Stelle Simones Grafikerteam schon wahrscheinlich viel zu müde war, weil dieser Screen sehr weit hinten in der Hierarchie steht, beim Aufnehmen der dafür erforderlichen Animationen, um wirklich effektiv noch widersprechen zu können. Die haben einfach alles nur noch aufgeschrieben. Mit einem traurigen Kopfschütteln und haben gesagt, okay, ah ja, ja, ah, okay, das auch noch, oha, ja, sehr viele Animationen in diesem Raum. Und krass, dass wir die alle zusammen geskriptet bekommen haben, eine Verneigung vor Simon. Guten Abend. Was? Schön. Kratzt er sich am Hintern? Okay, warte mal. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir haben jetzt das Diktiergerät. Aber gehen wir mal hier lang. Was macht er dann? Ah, wir können das Fenster aufmachen. Was war das? Nee. Wollen besser. Was? Warum steht da immer noch Fragezeichen? Wir waren doch hier schon mal. Alter, hör auf, die haben. Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Schreibt Alarm aus. Nichts. Das liegt wohl daran, dass der Alarm gerade aus ist. Hör auf, dir am Arsch rumzukratzen. Das ist ja verstörend. Da kann einem ja fast leid tun. Müssen wir irgendwas am Diktiergerät machen? Oh oh. Nein, Poki! Kein Minigame! Oh Mann. Ich will Poki. Poki. Ja, die Mini-Datasetten haben sich ja leider nie durchgesetzt. Schade eigentlich. Gutes Format. Und vor allen Dingen habe ich meine ganzen Fifi-Funkelfee-Datasetten damals noch darauf überspielt. Tja.
20 ganze Arbeit gemacht. Was zum Teufel? Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Oh. Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepot. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Apropos, wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Tun Sie es schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Ich habe keine Ahnung, was Sie machen müssen. Eject? Warte mal, was ist denn, wenn wir... Können wir die eigentlich irgendwie... Können wir das hier hinlegen? So ohne der Tassette? Ach, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Oh. Danke, Sir. Ja. Okay, was macht ihr jetzt? So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo, Ali, hallo, sprich mit mir. Hast du gehört? Sprich mit mir, Ali, hallo. Hm? Yes. Vielleicht müssen wir sprich jetzt... Sprich mit mir. Das Fenster? Was war das? Na, nee. Hast du gehört? Schon besser. Hä? Ali, hallo! Das wäre erstens extrem verdächtig und würde zweitens zu überall mit mir. Ja, lass mich doch. Hast du gehört? Sprich mit mir! Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden. Naja. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT. Hm? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich, I am an Idiot? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Und jetzt? Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der... Auch nicht. Er hat's soll drauf. Sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können. Er hat's echt drauf. Können wir jetzt das Fenster aufmachen? Ich weiß zwar nicht wofür, aber es wird uns angeboten. Nein! Hm? Und jetzt? Kann mir mal jemand sagen, was ich jetzt hier machen soll? Oder soll ich das einfach offen lassen? Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo? Ach komm. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp! Negativ!
Kommando zurück. Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Hä? Die Datasette liegt im Verflickt. Aber was machen wir denn dann? Der wird... Jetzt geht das wieder an. Oppenwatch kommt rein. Geht alles dann. In Ordnung. Hört sich das, halten Sie unter. Aber sie sind schon gut. Welcher Knopf? Der? Können wir jetzt auch in eine andere Richtung gehen? Der? Auch nicht. Wer soll sich... Vielleicht, wenn ich das Diktiergerät... Ah, warte mal. Vielleicht muss ich dann raus, was selber einsprechen. Kann das sein? Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem... Ich bin mir... Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Appenbot! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Diktiergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett beschädigt ist, dann liegt es auf dem Schreibtisch, Sir. Dann überprüfen Sie Ihren Speicher, aber ein bisschen plötzlich. Wie Sie wünschen. Okay, warte mal. Was ist denn, wenn wir jetzt rausgehen? Also raus. Können wir das Fenster zumachen? Nee. Und sagen, wir legen die da ein. Bevor ich die Nachricht überspiele, sollte ich mir zuerst den Code merken. Ja, aber du kannst... Die Datasette ist im da Safe. Da hörte man doch nichts. Die Kombination lautet 4473. Aha, 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte, der war 4437 oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Schreib mir mal auf. 4473. Wer weiß. Ich dachte, die wäre einfach fehlerhaft auf der Datasette und wir haben das deswegen nicht verstanden. Aber ja, gut. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Dann fühl mal weiter. Was machen wir denn? Ach komm. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Nicht der beste all meiner Pläne, aber es wird schon werden. Okay. Die Frage ist nur, hilft das was? Das hatten wir doch gerade schon. Selbstanalyse abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Die Datasette befindet sich mit 98%iger Wahrscheinlichkeit direkt hinter Ihnen. Ach ja? Und wie erklären Sie sich dann? Das hier, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, da ist es ja. Nun bin ich aber mal gespannt. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Oppenbot, schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich... Der hier? Nein. Auch nicht. Wer soll sich bei dir... Nee, anders. Versuchen wir was anderes. Ah, geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem... Ich bin mir... Das ist doch... So ist... Appenbot, ja. Wenn man... Ja. Wir gehen nochmal raus, überschreiben das nochmal. Frage ist nur mit was. So. Ich fühle. Versuchen wir mal das. Die Datasette befindet. Warte mal. Ah, nee, das da haben wir Poki ja schon zugehört. Versuchen wir das mal. Irgendwas muss doch funktionieren. Piep. Oh, wenn er sich noch am Arsch. Und jetzt nichts wie weg hier.
Ah, jetzt macht er was anderes. Selbstanalyse abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Die Datasette befindet sich mit 98%iger Wahrscheinlichkeit direkt hinter Ihnen. Ach ja? Und wie erklären Sie sich dann? Das hier, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, da ist es ja. Nun bin ich aber mal gespannt. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Die Frage ist, der guckt ja jetzt in die Richtung. Das heißt, wir können da ja... Ah, was passiert denn jetzt? Oh Gott. Was ein Spiel. Achso, ich muss was machen. Das muss Cletus sein. Wie schafft er es nur immer wieder, sich zu befreien? Liegt an den Genen, würde ich sagen. Ich kann aber nicht wieder hier zurück, ne? Zumindest. Nicht so lange. Kann ich irgendwo irgendwas reinschmeißen? Weil ich habe ja nichts mehr. Kann ich irgendwas antriggern? Warte mal. Ah, guck mal an. Also, wie war das jetzt gleich? I am... Nein! Nee, Moment. Ach, verdammte Kiste! Ach, Rufus, du Trottel! Pff, ernsthaft? Ach, bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Appenbot! Ernsthaft, Rufus? Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Was zum Teufel? So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Goals Geburtstag. 4, 4, 7, 3. Nein, warte. Nicht Goals Geburtstag. Ach aber ja. Das war ja auch nicht Goals Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Yeah. Du. Die Aufstiegskurz. Mach zu. Endlich. Mach zu. Ach, mach das. Mach den noch zu. Nein. Ach, egal. Egal. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, oh, schnapp ihn dir. Was ist das? Oh, oh. Nein. Ah. Wo ist der hin? Wo ist wer? Ein Moment. Moment mal. Da kauert doch jemand. Psst. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt bald oder muss ich dir Beine machen? Drucker, sei leise, es ist spannend. Wo hat er das Kostüm her? Sorry dafür. Da musste ich gerade mal mich um die Belange... Mann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Jawohl, Herr Amtmann. So, die Zeit ist abgelaufen. Was? Das war's dann wohl, Rufus. Oh, oh. Einen Moment noch. Die anderen beiden... Was zum... Hätte ich hier was machen müssen? Oh! Aua. Ich will noch Pokey anklicken. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird? Schaut genau hin. Rufus? Was denn jetzt?